Hallo, ich bin Joanna Harkin-Reyes und ich stelle euch heute mein Lieblingsinstrument vor, die Klarinette. Habt ihr das Lied gerade erkannt? Stimmt, das ist die Katze aus Peter und der Wolf. Die Klarinette ist vielseitig und sehr flexibel. Deshalb wird das Instrument überall benötigt. Ob das Sinfonieorchester, Big Band oder Blasorchester ist, überall spielt die Klarinette eine wichtige Rolle. Ich zeige euch, wie man so eine Klarinette zusammenbaut. Ihr könnt schon dann gleichzeitig die Teile zusammenzählen. Das sind nicht nur zwei. Also, wir fangen mal an. Erstmal das Oberstück und Unterstück. Dann kommt das Trichter und die Birne. Ganz zum Schluss kommt das Mundstück. Und es geht los. Oh, oje. Ich habe das Blatt vergessen. Natürlich, wir brauchen für das Mundstück noch ein Blatt. Die Blätter werden aus Bambus gefertigt. Und bevor die hier festgemacht werden, müssen wir die leicht anfeuchten. So macht man das. Jetzt wird er befestigt mit einer Blattschraube. Und wenn das Blatt schwingt, dann kommen die Töne raus. Gehört, wie die Klarinette ganz hoch klingt, aber auch ganz tief. Wie viel kostet eine Klarinette, eine Schülerklarinette? Da liegen die Preise ungefähr bei 1200 Euro. Man kann aber am Anfang eine Klarinette bei uns an der Musikschule ausleihen. Und wenn deine Finger nicht genug groß sind, nicht genug lang sind, dann bekommt man eine Kinderklarinette, eine C-Klarinette. Da kann man auf der Klarinette noch die ersten zwei Jahre machen und anschließend steigt man dann auf eine B-Klarinette um. Wie oft übt man? Am Anfang die ersten Monate ungefähr 15 Minuten pro Tag. Nach 6-7 Monaten kann man schon auf 20 Minuten oder sogar auf halbe Stunde umsteigen. Je mehr und öfter, desto besser. Und auch regelmäßig. Das ist das Allerwichtigste. Möchtet ihr mehr erfahren und mehr hören und selber ausprobieren, meldet euch doch bei uns an der Musikschule. Ich würde mich sehr freuen. Bis bald. Tschüss.